Willkommen zurück zu dem goldenen Nacht. Das Kolosseum, wo wir letztes Mal so überrannt worden sind. Vielleicht schafft Chicken es ja irgendwie, Mr. Magier-Typi zu überwältigen. Feel the sting of my anger. Das cannot escape. Your fate is a hurricane. War nicht so, wie ich es eigentlich erwartet habe. Ich dachte, er würde weggehen. Weil es da ja so hell geworden ist und Schritte, als es wieder dunkel wurde und bla bla bla. Das könnte auf jeden Fall der Mechanismus sein, der die Brücke rausfährt. Do not try to escape. Bart! Tu mich auch! Ich hab ihn doch erwischt! Was soll das? Chicken kann kein Thief mehr. Nö. Hat alles verlernt. Habe ich überhaupt jemals etwas gekonnt? So, jetzt aber. Böser Bube. Hier kommt dann wahrscheinlich der Hebel rein. Hui! Chicken hat die Brücke ausgefahren. Aber bevor wir hochgehen, will ich nämlich noch im Dänengang hier umblicken. Oh, hier gibt es nicht viel, wo man sich umblicken könnte. Na gut, dann halt nicht. Dann halt nicht. Die Sonne blendet mich ein klein wenig. Immer diese Sonne, die meint mich nerven zu müssen. Grässlich, ne? Chicken, du solltest nicht so losstürmen. Hier ist Lava. Nein. Auch schon gemerkt. Ich dachte, ich hätte was an der Decke irgendwas erspäht. Okay, das ist... Das hätte auch Ouchi werden können. Zum Glück ist es nicht Ouchi geworden. Ja, zum Glück.
Das ist aber ouchy geworden. Hat das jetzt gezählt? Ich habe ja eigentlich geladen, bevor ich... Ich war eigentlich schon tot. Ja, das hat gezählt. Okay, noch ein Tod. Bin mal gespannt, wie oft ich noch wegen dieser Lava sterben werde. Hui. Dunkelheit. Mein Todescounter geht hoch und hoch. Dabei habe ich den Durchschnitt so schön gesenkt, als ich sehr lange nicht gestorben bin. Ich will gar nicht nachzählen, wie oft ich schon gestorben bin. Nein. Ganz und gar nicht. Hallo Lava! Wo kommt eigentlich die ganze Lava immer her? Wie entsteht Lava? Philosophieren wir darüber? Nein, das tun wir nicht, Chicken. Diese Blubbergeräusche. What the fuck? Ah, Chicken kann da nicht durch. Aber Chicken will da durch. Chicken muss da durch. Alternativ könntest du einfach hier drauf gehen, Chicken. Was, ich soll drauf gehen? Drauf gehen, essen, sterben. Nein, Chicken, so meinte mir das nicht. Das will ich aber hoffen. Merkwürdige Geräusche macht die Lava. Ich weiß nicht, ob mir das so gefallen werden will, soll, was auch immer. Garrett hüpft ja einfach gemütlich entlang. Auch da, Garrett. Keine Lust, hä? Ein Wasserfall. Einer. Fünf. Irgendwas sagt mir... Chicken, diese komischen Feuerelementare, die du Feuerknödel genannt hast, sind in der Nähe. Sei feile. Darf ich dann wieder so... wie in der letzten Aufnahmesession eine kleine Seilakrobatik-Aktion ausführen. Mich von Seil zu Seil schwingen, Tarzan-mäßig. Und was Tarzan nicht über der Lava geschwungen ist bei seinen Lianen. Die müssen den Film neu verfilmen. Das will ich jetzt geändert haben. Der soll gefälligst auch über Lava sich schwingen. Alles andere wäre unfair. We had just come upon a tall and sturdy tower, and it was agreed upon that we should dispose the talisman there. The staircase to the top floor had collapsed. Natürlich. Some time ago, which made ascension difficult. Eric had pointed out the lack circling
The tower, suggesting that one of us placed the talisman out there. I laughed at his comments uncaringly. This disturbs me. Oh. Da gibt's wirklich mehrere Seiten. Rappi hat mich letzten Mal. Warum hast du nicht umgeblättert? Weil ich es nicht wusste, dass das noch weitergeht? Was soll mir das sagen? Hier gibt's nicht mal. Wie soll ich da feststellen, dass es da weitergeht, hä? Tomorrow we shall head back the way we came. I cannot keep myself from wondering why the burning elementals stood at bay as you passed. Will they still know that we no longer carry the talisman on fire? Keine Ahnung. Vor allem, wieso schreibt er den restlichen Text nicht hierhin auf der Seite? Da ist doch genügend Platz. Kein Wunder, dass ich gedacht habe, dass es bei den anderen Tagebüchern nicht umblättern lassen. Sei doch nicht so böse auf mich. Jetzt bekomme ich einen bestimmten Kommentar. Ey, Tschicke, ich war nicht böse auf dich. Ich habe mich nur gewundert, warum du nicht umgeblättert hast. Doch, ich bin noch geduckt. Das gefällt mir ganz und gar nicht. So große Räume. Es ist still. Zu still. Eine Engelstatue. Irgendein komisches Gebäude. Jetzt habe ich das Gefühl, dass der in dem Bereich irgendwelche flammspuckenden Fallen gibt. Ich weiß nicht, das sieht so aus, als würde der Typ Feuer spucken. Na, kletter rein. Kannst du nicht, ne? Zu fett. Diese Lavageräusche. Oder fliegt da draußen so ein Feuerelementar hier rum? Seilpfeil. Auf die 8 waren die Seilpfeile, Chicken, nicht die 9. Das habe ich jetzt auch gesehen. Sei nicht so besserwisserisch. Weil ihr alle das Spiel 150 Mal besser kennt als ich. Aber irgendwann... irgendwann wird die Zeit kommen. Chicken sagt... Creepy. Geht! Mein Herz! Hör auf zu reden! Wer hat überhaupt befohlen, dass du reden darfst? Ach, du meinst die Statue, die creepy... Von da hinten habe ich das noch als Engel gehalten, aber wenn ich das jetzt so betrachte... Sieht aus wie eine Mischung aus einem Dämon, Elefant und einem Engel. Ja. Sehr creepy. Wenn du mich fragst. Aber es ist noch lange kein Grund für dich, einfach so loszureden, ne? Du weißt, dass ich jedes Mal einen Herzinfarkt bekomme, wenn du plötzlich anfängst zu reden. Ah, hier oben liegt ja tatsächlich was. Wozu kriege ich Feuerpfeile? Ich verstehe es nicht. Werde ich bestimmt noch irgendwann sehen. Ah. Da rein könnte in das Haus.
Ein bärtiger Elefant.